Hallo Leute, ciao von André Unger. Ich habe keinen Job mehr. Solche Nachrichten kommen manchmal in meine Mailbox. Leute, die sagen, ich habe meinen Job verloren, ich bin jetzt arbeitsloser oder ich kann keinen Job finden, ich bin arbeitsloser und ich will deswegen mit dem Trading anfangen, damit ich einen Beruf habe. Was ich zu diesen Leuten normalerweise sage, ist, bitte machen Sie das nicht. Warum nicht? Das Problem ist, dass wenn einer arbeitsloser ist und er sucht einen Beruf im Trading, dann hat er vermutlich nicht sehr viel Geld. Wäre er Millionär, dann könnte auch ein bisschen langsamer gehen, das könnte länger dauern, bis er etwas sucht. Aber in jedem Fall, es ist klar, dass er denkt, dass er von heute bis morgen als selbstständiger Trader einen Beruf finden kann. Und das Problem ist, dass diese Idee kommt sehr oft von der Industrie, vom Trading. Die Industrie sagt uns, dass wir im Trading erfolgreich sein können, dass wir eine gute Schulung finden können bei einigen Brokers und so weiter und bla 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 bla. Aber das Problem ist, dass Trading als Beruf ist nicht einfach. Wie alle Berufe. Ich meine, ich bin kein Doktor, kein Arzt meine ich, und ich könnte niemals als Arzt morgen anfangen beruflich, weil das wäre verrückt. Für mich, aber auch für die kranken Leute, die sich bei mir melden würden. Noch schlimmer. Aber das Problem ist, dass beim Trading hat man diese Barriere nicht. Man denkt nicht, dass man nicht schnell selbstständig werden kann. Man denkt einfach, dass es einfach ist. Warum soll ich studieren? Ja, das kann ich jetzt. Ein paar Wochen werde ich das lernen. Nein, das wäre nicht die Lösung. Also, Trading kann ein Hobby sein, kann sehr interessant sein, aber man muss studieren, sehr viel üben, testen, alles, was möglich ist. Es dauert länger, kürzer, es geht, wie viel Zeit man natürlich daran investieren kann, wie viel man studieren kann, wie gesagt, und auch wie smart einer ist. Wenn einer gewohnt ist, hart zu studieren, das ist für ihn einfacher als Leute, die vielleicht bis gestern nicht mehr sich mit den Büchern beschäftigt haben. Also das ist ja klar, ich meine, das ist nicht schlecht oder gut, es ist einfach das. Beim Trading muss man studieren und das ist nicht für alle so einfach, wie man denkt. Wenn man im Trading eine Lösung sucht zu unseren finanziellen Problemen, dann wird man sicher nur neue finanzielle Probleme finden. Und noch schlimmere vielleicht. Noch schlimmere, weil beim Trading kann man das Geld verlieren. Und das ist schon sofort ein echtes Problem auf unserem Tisch. Also Leute, haben Sie keinen Job? Bitte suchen Sie keine Lösung im Trading. Vielleicht bin ich der Doofe. Vielleicht bin ich nicht schlau genug. Aber ich denke wirklich, dass man nicht von heute bis morgen einen Beruf im Trading finden kann, wenn man keine Ahnung hat oder wenige Ahnung oder einfach nicht genug Erfahrung mit Echtgeld zu handeln. Das ist die Tatsache. Das ist meine Idee. Aber es ist natürlich sicherer, nach meiner Idee etwas zu denken, als nach den Ideen, die wir von Leuten, die uns ins Trading stoßen wollen, zu hören. Also Trading ist gefährlich. Es ist noch gefährlicher, wenn man das Geld unbedingt braucht. Wenn ich vom Trading das Geld haben muss für mein Tagesleben, für mein Brot und Milch und so weiter, oder noch schlimmer für meine Kinder, für meine Familie, dann kann Trading nicht die Lösung sein. Trading ist schon schwierig, psychologisch schwierig generell. Wenn es noch ein Must ist, dass man das Geld verdienen muss und sofort und monatlich und so weiter, dann wird es sicher nur eine Katastrophe sein. Ich will nicht sagen, ich meine, wenn Sie morgen anfangen und Glück haben, dann bin ich froh, wirklich. Aber ich will nur sagen, dass es nicht so einfach ist, wie es uns erzählt wird und dass man niemals denken muss, dass Trading die Lösung zu unseren finanziellen Problemen sein kann.
Trading kann gut sein, kann erfolgreich sein, man kann wirklich sehr viel Geld verdienen, aber nicht, wenn man Geld verdienen muss und wenn man nicht genug Geld hat zu investieren. Geld, Zeit, alles zusammen, das braucht man und man braucht sowieso Ruhe. Ruhe, weil psychologisch ist es immer anstrengend zu handeln und natürlich Verluste zu erfahren. Und Verluste sind immer dabei, das ist normal. Wir haben Gewinne und Verluste, die Verluste kann man nicht vermeiden, aber man muss nicht unbedingt denken, dass ein Verlust die Ende ist. Man muss aber denken, dass wir den Verlust überleben müssen. Wenn man aber das Geld braucht, dann überlebt man nicht, weil wenn man das Geld zum Beispiel am 25. Monat verliert, das Geld, was man einen ganzen Monat verdient hat, und plötzlich in 2 Tagen ist das weg, dann ist unser Monat auf Null. Und Null ist noch gut, ich meine, es ist nicht im Minus mindestens in diesem Beispiel. Was machen wir dann? Es kann nicht die Lösung sein. Trading kann nicht die Lösung sein zu unseren finanziellen Problemen. Das ist die Tatsache, passen Sie auf. Sind Sie arbeitslos, suchen Sie einen Job. Bitte suchen Sie nicht die Lösung im Trading. Das war's. Wenn es Ihnen interessant war, vielleicht ist es nicht, was Sie hören wollten, aber das ist meine Idee zum Trading. Abonnieren Sie meinen Kanal hier und schreiben Sie Ihre Idee. Wenn Sie etwas dazu sagen wollen, werde ich natürlich froh sein zu lesen und eventuell auch zu antworten, wenn eine Antwort notwendig ist. Ciao von der Unger, ciao aus Italien.